Drei der vier größten Bankenpleiten in der Geschichte der USA sind in den letzten 8 Wochen passiert und dennoch herrscht eine Bombenstimmung auf der Titanic. Es ist so, dass der WIX, das Angstbarometer an der Wall Street, jetzt so tief ist wie seit November 2021, nicht mehr also in der Zone ist, wo wir beim S&P 500 einst am Allzeithoch hantiert hatten. Die Marktbreite, also der Anteil der Aktien, die steigen in Relation zum Indexstand, ist so schwach wie seit 1999 nicht mehr. Alles also in Butter, Bombenstimmung, kann alles nur besser werden und das Chance-Risiko-Verhältnis muss wunderbar sein in dieser Situation, wo die Märkte so ziemlich alles ignorieren, was man ignorieren kann. Das geht lange gut, bis es nicht mehr gut geht, und wenn es nicht mehr gut geht, dann ist eben der Eisberg da, den man vorher scheinbar nicht gesehen hatte oder den alle sehen, aber die haben sich gesagt, naja, der wird schon verschwinden, der Eisberg. Wir wollen uns die Situation zu Beginn dieser so wichtigen Woche, in der morgen die FED-Sitzung ist, am Donnerstag die EZB und Apple kommen, am Freitag dann die US-Arbeitsmarktdaten, also da wird eine Menge der Fall sein. Schauen wir uns das mal an, gestern oder jetzt am Wochenende ja First Republic Kauf durch JP Morgan, damit eben, wie gesagt, mit Silicon Valley Bank, Signature Bank und First Republic Bank, drei der vier größten Banken pleiten alleine in den letzten beiden Monaten. Und Lance Roberts sagt hier zu Recht, also wir werden wahrscheinlich dann noch zwei Banken haben, die Zentralbank und ihren Boss JP Morgan, denn JP Morgan wird natürlich immer kräftiger, immer fetter, immer dominanter in diesem US-Finanzsystem. Gestern hat Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, gesagt, dass sie sehr confident, sehr vertrauensvoll sei, dass keine weitere Bank mehr pleite gehen wird. Naja, wir werden sehen. Schauen wir uns gleich mal an, wie die anderen Banken gestern reagiert haben. Und das Interessante ist auch, dass ja eigentlich das, was da passiert ist, US-Gesetzen widerspricht. Denn eine Bank, die mehr als 10% der Einlagen der Amerikaner hat, darf eigentlich keine andere Bank mehr übernehmen, aber in der Krise zählen solche Regeln, solche Gesetze offenkundig nicht mehr. Jedenfalls JP Morgan gestern gestiegen, weil natürlich die Aktionäre erkannt haben, super, das ist natürlich für JP Morgan wieder wunderbar, und Jamie Dimon konnte sich so als Helfer und Retter aufspielen, der natürlich ganz selbstlos die ganze Geschichte macht. JP Morgan gestern über 2% gestiegen im Handel. Interessant, und das finde ich eine wirklich extrem tiefgehende, gute Bemerkung. Wir haben ja einen Warren Buffett, der seit Jahrzehnten in Banken investiert hat und der sich sehr gut auskennt im ganzen Banking. Warum, so bemerkt es Jim Bianco, warum hat Warren Buffett hier nicht zugegriffen? Der hält sich komplett raus. Von dem hört man gar nichts in dieser Bankenkrise. Und ja, natürlich, es ist so, wie Aisha Tariq hier bemerkt, viele, die sie kennt, sind bärisch auf diesen Markt. Warum? Weil eben schlichtweg die Dinge fundamental so schlimm sind, dass eben diese Kursentwicklung, dass die Märkte steigen, während letztendlich die Rezessionswahrscheinlichkeit überragend ist durch die Kreditklemme, die Bankenpleiten hier nicht aufhören dürften, und dennoch steigen die Kurse. Ja, das ist schon öfter passiert in der Vergangenheit, dass man sozusagen auf der Titanic eine Party gefeiert hat. Schauen wir uns gestern mal die Regionalbanken an. Valley National minus 20%, Metropolitan minus 18%, Home Street minus 18%. Also wir sehen, hier sind diese Regionalbanken im weitgehend ziemlich fett unter Druck gekommen. Und interessant auch, dass jetzt durch diese Pleiten von Silicon Valley, First Republic und Signature Bank im Grunde jetzt die Regulatoren diese Verluste auf sich nehmen, was faktisch ja dann der Staat ist. Regulator Sharing Losses is the new bailout, wie hier formuliert wird in einem Statement. Und gleichzeitig sehen wir eine Euphorie. Am Freitag etwa hatten wir mit das höchste Call-Buying-Volume, also die Käufe von Calls, also praktisch von Optionen, die auch von steigenden Kursen ausgehen. Und das eben in dieser Situation, die ich beschrieben habe, hohe Zinsen, Schuldendrama entspannt, oder Schuldendrama wird jetzt praktisch wirklich virulent, weil wir ein Datum dazu haben, der WIX extrem niedrig, also das Angstbarometer extrem niedrig. Das kann nur super ausgehen, das ist ein super Chance-Risiko-Verhältnis. Hier sehen wir mal den WIX in Relation zum S&P 500. Dann sehen wir, da sind wir jetzt genau auf dem Niveau, wo wir auf dem Allzeithoch gewesen sind beim S&P 500. Gestern ein volatiler, im Endeffekt aber wenig veränderter Handelstag an den USA.
Wir sehen nur, dass der VIX abgestürzt ist. Knapp über 16. Also das ist schon der Hammer. Und wer hat diese Anstiege ermöglicht? Es sind die sogenannten Gamma-Stocks, also die großen Stocks. Meta, Amazon, Apple, Microsoft und Google. Die sind 31% gestiegen. Der Rest der 495 Aktien ist gerade mal 3% im Plus, also hat sich kaum bewegt. Es fehlt also die Marktbreite. Hier sehen wir mal dann auch von Lance Roberts das, was Sie in den Medien immer hören, wie toll diese Berichtssaison sei. Man hätte doch die Erwartungen so überragend übertroffen. Okay, wir hatten noch vor nicht allzu langer Zeit eine Gewinnerwartung von $220 pro Aktie eines Unternehmens, das berichtet. Jetzt sind wir $54 tiefer und siehe da, man übertrifft diese Erwartungen. Das ist ganz hohe Kunst, wenn du diese in den Boden gerammten Erwartungen übertriffst. Also das ist im Grunde kein Indikator mehr, der ernst zu nehmen ist. Aber ernst zu nehmen ist eben diese Marktbreite. Hier sehen wir mal die Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt im S&P 500. Niedrig, deutlich niedriger mit einer negativen Divergenz, während der S&P 500 gestern nochmal gestiegen ist. Und das alles ändert sich nicht trotz dieser Rallye, die wir ja sehen. Das ist sozusagen so ein langsames nach oben Rutschen. Aber hier sehen wir mal die Marktbreite, die letztendlich nicht mitkommt. Ich glaube, es war Bob Farrell, der gesagt hat, ein Bullenmarkt erkennt man daran, dass die meisten Aktien steigen. Dann ist dieser Markt gesund. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas nicht. Und ich glaube, es stimmt etwas nicht. Jetzt kommen wir in eine schwache saisonale Periode. Ab Mai wird es ein bisschen schwieriger bis, naja, roundabout Ende Juni. Muss nicht immer so sein, kann sich durchaus auch anders entwickeln, das haben wir schon öfter gesehen, aber tendenziell ist das eine eher schwächere Periode. Und jetzt kommt eben diese entscheidende Geschichte mit Janet Yellen. Ab 1. Juni, sie hat nicht gesagt am 1. Juni, sondern ab 1. Juni, aber im Juni muss also die Schuldenobergrenze angehoben werden. Die Republikaner machen einen Vorschlag. Immerhin scheint es Gespräche zu geben, man redet miteinander, aber es ist nicht mehr viel Zeit. Man hat noch 12 Parlamentstage bis zum 1. Juni. Hier oben sehen wir mal das Statement, da spricht eben Janet Yellen bei early June, potentially as early as June 1st. Also sie spricht eher sogar von der 1. Juni-Hälfte, wo diese Schuldengrenze angehoben werden müsste. Sonst müssten wieder Institutionen geschlossen werden etc. Und man hat hier schon mal im Vorfeld ja dafür gesorgt, dass diese Schuldengrenze nicht erreicht wurde durch bestimmte Sondermaßnahmen. Hier sehen wir das in dieser oberen Grafik, wo man praktisch nochmal diesen Zeitpunkt seit Januar rausgezögert hat. Unten sehen wir das Konto des US Treasury und hier sehen wir mal, man hat still und heimlich im Grunde seit Anfang des Jahres diese Schuldenobergrenze nochmal um 1 Billion erhöht in den letzten 7 Monaten oder seit gut einem Jahr. Jetzt über $32 Billionen und das bei diesen Zinsen, das wird eine richtig interessante Geschichte. Gleichzeitig sehen wir hier die Steuereinnahmen in den USA sind weiter schwach und das sorgt eben dafür, dass jetzt schon Anfang Juni oder irgendwann erste Hälfte Juni diese Schuldenobergrenze erreicht werden muss. Gleichzeitig ist die Frage, was macht die Fed? Wird die Fed jetzt die Zinsen senken? Denn eigentlich müsste sie das, wenn sie die Bankenkrise in den Griff kriegen will. Die Bankenkrise wird so lange nicht aufhören. Wir haben das bei den Aktien gesehen, Regionalbankenaktien, gestern gefallen. Die wird so lange nicht aufhören, solange es eben woanders viel bessere Zinsen gibt. Also entweder müssen die Banken alle mehr Zinsen bieten oder die Fed muss die Zinsen senken, weil sonst Geldmarktfonds eben attraktive Zinsen bieten können. Die Leute ziehen das Geld ab von ihren Konten, packen es dahin. Und hier bemerkt Michael Kramer, dass die Fed ein ähnliches Wording hatte in ihrem März-Statement, März diesen Jahres, wie damals im Januar 2006. Damals hat sie nochmal 3-mal die Zinsen angehoben. Die Märkte sind sich ziemlich sicher, das wird das letzte Mal sein, dass die Fed am morgigen Mittwoch die Zinsen anhebt. Aber wir sehen in vielen Komponenten wieder steigende Preise. Das könnte also sein, dass die Fed hawkischer sein muss als erwartet. Wir werden sehen. Morgen werden wir bei Finanzmarktwelt natürlich diese Pressekonferenz abbilden. Aber schauen wir uns mal den Dollar an. Jeder Indikator zeigte positive Divergenzen für den Dollar. Also es spricht sehr, sehr vieles für einen bald steigenden Dollar. Ob das Stochastik ist, RSI und so weiter und so fort. Und heute haben wir
Wichtige Daten nochmal, die JOLTS, die ja zuletzt niedriger waren als erwartet. Das hat die Märkte sehr gefreut. Heute die Erwartung 9,775 Millionen. Wir werden ab 16 Uhr oder um 16 Uhr darüber berichten. Und gestern hatten wir ja Einkaufsmanager Index Manufacturing. Hier sehen wir mäßig, ist zwar besser gewesen als erwartet, er immer noch unter 50. Das heißt, hat zum Vormonat weiter abgenommen, wenngleich auch nur marginal. Das Einzige, was wirklich deutlich gestiegen ist, sind die Preise. Das heißt, man hat hier weiter diesen Inflationsdruck. Das wurde auch vom ISM dann nochmal oder von den Datenerhebern nochmal klar betont, ja, die Preise steigen, der Preisdruck ist weiter da, das hatten wir in den Daten zuletzt gesehen und das bringt die Fed natürlich in eine sehr schwierige Situation. Am Donnerstag kommt die EZB. Wir haben heute um 10 Uhr Bericht zur Kreditvergabe. Darauf wird die EZB natürlich achten. Sie wird natürlich auch gucken, was wird die Fed sagen und tun. Und das sind die Dinge, die für die EZB relevant sind. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, da haben wir heute gesehen, Einzelhandelsumsätze minus 8,6% zum Vorjahresmonat und zum Vormonat minus 2,4%. Das heißt, der Konsum hat ein Problem. Gleichzeitig werden wir jetzt sagenhafte 1,4% der CO2-Emissionen einsparen in Deutschland, die wir derzeit haben, bis zum Jahr 2030, wenn diese ganzen Dinge greifen mit dem Heizungswechsel, der ja für viele Leute sehr, sehr teuer sein wird. Eine klimapolitische Insel. Deutschland hat sein CO2 in den letzten wenigen Jahren um 36% reduziert, die anderen teilweise nicht bauen, sogar aus. China allein wird das Vierfache dessen dazu bauen, was wir überhaupt an CO2-Ausstoß haben, und zwar in den nächsten 3-4 Jahren noch einmal. Also das zeigt so ein bisschen, wir sind eine klimapolitische Insel. Und ich hatte am Wochenende jetzt ein Gespräch mit jemandem, der aus dem Bereich Küche kommt, also der großflächig Küchen verkauft, und der sagt, die Leute halten sich total zurück, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt in dieser ganzen Heizungsgeschichte. Das ist alles unklar, dementsprechend läuft das Business total schlecht und das sehen wir eben dann auch in diesen Einzelhandelsumsätzen. Hups, jetzt ist er mir da entschwunden schon wieder. Muss ich hier ein bisschen justieren, aber das wird mir gelingen, meine Damen und Herren. Wo sind wir? Da sind wir. Genau. Das wollte ich zeigen als erste Artikelempfehlung, nämlich was genau ist da passiert, wie ist dieser Deal abgelaufen und was bedeutet der First Republic Kauf durch JP Morgan? Details und Hintergründe. Dann habe ich noch als zweite Empfehlung für Sie, Kredite, Anzeichen für eine drohende Kreditkrise mehren sich. Hier sehen Sie mal, was da faktisch in 6 Grafiken, sehen Sie die ganze Welt, was da eigentlich das Problem ist. Extrem lohnenswerter Artikel. Und abschließend, meine Damen und Herren, die Fed wird die Zinsen trotz wachsender wirtschaftlichen Risiken erhöhen. Dann nochmal das Panorama, Abgleich zwischen Erwartung der Märkte, Aussagen der Fed und wirtschaftlicher Situation. Also diese drei Artikel würde ich Ihnen gerne empfehlen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und ciao. Starten Sie gut in diese verkürzte Woche. Ciao.